Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück zu Resident Evil 7. Ich befinde mich immer noch hier im Kellerbereich, in dem ganzen Verarbeitungszentren, die sie sich hier eingerichtet haben. Wir haben hier Krematorium, wir haben alles, Zerlegungsraum. Und ich muss mich jetzt weiter durch den Boilerraum kämpfen. Ich nehme das Messer in die Hand, ey. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich will nicht unbedingt immer alles raushauen, aber ich habe ja auch gemerkt, man kann diese Viecher... Ja, den da zum Beispiel... Oh, das sind zwei. Jetzt hackt es aber bei euch, oder? Komm, ich lass dich nicht durch. Hä? Der ist weg. Steh auf. Locken? Nee. Der steht doch wieder auf. Hallo, ich hab geblockt. Kommen da erstmal zwei auf mich zu. Geht ja sehr gut los hier. Ich dachte, ich kann sie vielleicht in der Tür einblocken, dass ich sie dann, dass die sich vielleicht ein bisschen gegenseitig blockieren, dass ich sie dann mit dem Messer bearbeiten kann. Aber ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich habe auch Flintenmunition, nur... Jetzt bin ich hier wieder? Ach Gott, mal diese Speicherpunkte, ey. Was muss ich jetzt noch machen? Das weiß ich wieder nicht, an welcher Stelle ich hier jetzt... reingeworfen werde wieder ins Spiel. Das ist immer ärgerlich. Okay, ich muss wieder hier rein. Wo kam denn der andere her? Kam der da oben raus? Hier drin war nichts, ne? Hm. Sterben ist ärgerlich in dem Spiel. Ja, ja, ich höre dich. Hau! Man verliert ein bisschen Leben beim Blocken. Aber es geht noch. Locken, locken. Okay, hab's geblockt. So. Es geht eigentlich mit dem Messer. Lieber so, als später gar keine Munition mehr zu haben. Problem ist, jetzt kommt ja hier noch einer. Den könnte ich jetzt mal wieder wegballern, oder? Mit 99 Schuss. Au, ah, jetzt hat er mich erwischt. Der ist schon raus aus dem Raum. Von deren Arm. Ah. Ach komm, ey. Schlechter Kampf gerade wieder mal. Seh nix. Heil doch schneller. Jetzt, dass ich noch so lange die Hand angucken muss, wenn man sich heilt. Alter, jetzt. Wieso geht denn der jetzt nicht einfach mal drauf? Oh, das war was für ein Scheißversuch. Was für ein Scheißversuch. Dann mache ich den einen mit dem Messer recht schnell weg und jetzt benutze ich bei dem wieder die Pistole. Ah, meine Güte, ey. Das muss besser werden. Man kann nicht immer so viel Munition verbrauchen müssen. Ich muss sicherer werden im Spiel. Sicherer mit dem, was ich hier mache, ey. Steroide sind ja benutzt, ne? Na ja, ich habe die Steroide noch nicht mehr benutzt. Kein Wunder, dass es dann schlechter läuft.
Na, guck mal. Ja, toll. Ich hätte vorher die Steroide nicht genutzt. Nachdem ich da gestorben war. Wird alles wieder zurückgesetzt. Hat er schon wieder geschlagen? Autsch. Der hat eine größere Klaue, der Typ, irgendwie. Hält doch mehr aus. Warum stirbt der nicht einfach? Alter, ich hab dich schon so oft getroffen. Dein Kollege war eben schon viel schneller tot. Au. Die sind doch total unterschiedlich, die Gegner, oder? Das kann doch nicht sein. Blöder Sack, ey. Wieso? Warum war der so widerstandsfähig? Und der andere nicht? So, Schlüssel habe ich. Bei den anderen, als ich gegen den geblockt habe, der hat auch gar nicht so viel Schaden gemacht. Und der jetzt, ey, der eben, rasiert mich voll weg. Gut, er hätte eine größere Klaue, aber das kann ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. So. Werkstatt. Hier hinten habe ich aber alles, ja. Ich muss jetzt hier durch. Hier kommen hier wieder die ganzen Viecher. Ärgerlich, ey. Wenn man dann stirbt. Und dann alles nochmal machen muss. Ja, komm doch hierher. Jetzt kommt er hinter mir ein. Einer weg. Ich muss meine Waffe wechseln, also die Munition. Kommst du? Kommst du nicht? Wo bist du denn jetzt hin? Digga, wo rennst du hin? Naja, ich beschwere mich nicht. Dann kommt einer aus der Badewanne. Autsch. War der das eben auch, der Typ? Ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich wieder hier vor dem Raum. Nein, habe ich jetzt gerade... Ich habe die Kräuter gefressen. Ich habe die nicht kombiniert, ich Idiot. Zu schnell geklickt. Naja, wenn man jetzt anfängt, hier unkonzentriert zu sein, weil man unbedingt weiterkommen will. Komm, ich benutze mal die Flinte, wenn ich sie schon mal habe. Ich habe 3 Schuss leider nur. Ah, das ist noch der Einzelne, ne? Das ist noch der Einzelne. Dann sind hier 3 Stück drin. Oh, du blöder Sack, komm doch her! Komm her! Komm zur Tür! Ey! Hast du Schiss vor meinem Messer oder was? Ja, genau. Steh auf.
Nein. Gott, ist das anstrengend teilweise, das Spiel. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Jetzt habe ich keine Heilung mehr. Und jetzt kommen immer noch die beiden hier, ne? Gott, ey. Bin so schlecht. Okay. Ich höre was. Einer kommt von da. Ich habe ihm was abgeschossen, aber ich glaube, der steht wieder auf. Der ist weg. Juhu. Null Schuss. Die Flinte ist geil. Aber leider habe ich sie jetzt komplett leer geschossen. Aber ich hab so wenig Leben. Ich bin so am Sterben. Hab nichts zum Heilen. Deswegen war es jetzt mal besser, die zu holen. Ich hoffe, es kommt nicht noch einer, ey. Außer ich finde jetzt vielleicht neue Kräuter. Flintenmunition habe ich gefunden. Okay, falls es eng wird, habe ich hier noch zwei Schuss für die Flinte. Die haut auf jeden gut rein, ey. Einmal richtig auf den Kopf schießen. Aber hier liegt leider nichts mehr. Ich kann auch hier den Generator nicht ausstellen. Hier ist noch ein Schrank. Starke Chemikalien. Bringt mir jetzt im Moment auch nichts. Außer, dass ich da vielleicht, was kann ich eigentlich mit denen hier noch machen? Kombinieren? Ja, die ist nicht für Munition da. Aber hier kann ich auch nicht verwenden. Ah, nee, das geht. Nee, den muss ich mit Schießpulver verwenden. Okay. Hallo? Achso, der Schlüssel. Schauen wir mal auf die Karte. So, ich bin jetzt hier komplett durch den Boilerraum. Zerlegungsraum kommt dann da vorne. Dann ist noch die Leichenhalle da. Oh, hier gibt es bestimmt noch mehr von ihnen. Okay. Da geht's runter. Da komme ich in die Leichenhalle. Was ist das denn das noch? Ah, da ist der Hundekopf. Hey! Sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Wer, ich? Der hat den Hundekopf mitgenommen. Mann, das war der letzte Hundekopf, den ich brauche. Er hat den Polizisten da aufgeknöpft, ne? Verwandelt sich der Polizist gerade? Der sieht nämlich aus, als wäre er mit diesem Zeug überwuchert. Oh, Flintenmunition. Jetzt geht's ab. Ich komme aber nicht da hinten, da drüben, also hier an den Dings vorbei. Da muss ich von der anderen Seite hin, in den Zerlegungsraum. Scheiße. Mehr haben wir hier nicht. Wie viel Schuss habe ich denn jetzt? 5. Nochmal nachladen. Dann nimmt er einfach den Hundekopf mit. Aber zum Glück hat er mich nicht gesehen. Ah, da sind Kräuter. Sehr schön. Okay, große Tür. Große Tür. Da, oh Gott, wenn jetzt hier Kräuter sind, dann erwartet mich jetzt hier bestimmt wieder ein Kampf. Noch mehr Flintenmunition auf jeden Fall. Muss ich gegen den Vater kämpfen? Gegen Daddy? Big Daddy? So. Ich muss mich aber vorher heilen. Nein, komm. Erstmal die hier anklicken. Die hier kann ich... Die kann ich auch mit Kräutern vermischen. Die starke Medizin. Dann habe ich hier den Supertrank, oder was? Starke Erste-Hilfe-Arznei. Ich muss sie aber jetzt verwenden. Ich bin voll... Ich bin Arsch. So, jetzt bin ich komplett geheilt. Hab
einige Schuss in meiner Flinte. So, dann versuchen wir es jetzt. Ich laufe jetzt bestimmt nicht zurück, um noch irgendwie zu sicherheitshalber dazwischen zu speichern. Das dauert mir jetzt lange. Wer weiß, ob ich da... Okay, es geht in die Leichenhalle. Und es kommt bestimmt... Die Tür ist groß. Ja. Siehst du? Das ist wichtig jetzt. Da geht's rauf. Ich kann auch erstmal nach oben gehen, theoretisch. Zu einem Zerlegungsraum, bevor ich hier reingehe. Da drin, der Leicht ist... Da hört man auf jeden Fall auch was. Der bewegt sich doch auch, der Polizist da. Siehst du, der ist langsam dabei, sich zu verwandeln. Warum soll ich den denn anklicken? Armer Deputy. Armer Deputy. Alter, wie das aussieht, wie sich das bewegt alles, ne? Die versuchen, den Deputy zu wandeln. Aber jetzt ist hier gar nichts mehr in dem Raum. Echt nicht? Nicht mal ein bisschen? Doch, hier. Chemikalie. Keine Wackelpuppe oder so, die man noch abschießen kann. Ich muss da unten, glaube ich, auch noch rein in den Raum, oder? Das sieht so fürchterlich aus. Da ist der Hundekopf. Das ist so eine Falle. Das ist so eine Falle. Wenn ich, guck mal, wenn ich den jetzt nehme, dann passiert was. Der hat den extra hier hingehockt. Das ist eine extreme Falle mit dem Hundekopf. Und hier ist noch eine Schlangentür. Schießpulver. Für super, super Munition. Ich könnte mir noch super Flintenmunition basteln. Ja, ich hab... Ja doch, mit dem Ganzen geht's auch. Pistolenmunition. Ah, Schießpulver ist nur für mit Pistolenmunition da. Mach ich aber. So. Okay. Da komme ich also nicht durch. Da geht's, würde es dann den Kreislauf schließen, sage ich jetzt mal. Ist aber wieder eine Schlangentür. Zerlegungsraum war nichts drin, ja. Entweder muss ich den blöden Hundekopf anfassen. Dann wird sicherlich den Mechanismus aktiviert werden. Oder ich gehe unten mal so gucken. Aber ich glaube, wenn ich da hinschaue, ist die Tür, glaube ich, voll verriegelt. Da ist so ein Riegel vor. Ich falle bestimmt runter. Bestimmt, wenn ich den Hundekopf anfasse, kommt einer von hinten und schubst mich hier rein. Hier unten. Ich werde bestimmt hier hingeschubst. Ja. Genau so wird das ablaufen. Sage ich euch, Leute. Das sage ich euch. Und dann muss ich da unten drin gegen einen kämpfen. So wird es sein. Die Tür ist da unten zu. Was ich aber auch noch gesehen habe, da unten ist eine Kiste, die ich zerstören kann. Eine zerstörbare Kiste, die da, mit dem gelben Band. Da wird sicherlich noch Munition drin sein. Okay, also ich muss den Hundekopf hier anfassen. Und dann geht's rund. Das mache ich in der nächsten Folge, Leute. Dann bin ich da gut vorbereitet. Und dann geht's da... Ich denke, es wird abgehen. Also, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, Leute. Und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge ein, wenn ihr wissen wollt, wie es hier spannend weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und vorbereitet. Bin voll geheilt. Also, danke fürs Einschalten, Leute. Bis zur nächsten Folge von Resident Evil 7. Macht's gut. Ciao, ciao.